Hallo, herzlich willkommen. Ein Videotutorial über Photoshop Basics, in diesem Fall Tonwertkorrektur, Farbtonsättigung und Masken. Masken deswegen, weil es immer wieder Verwirrung gibt, wie die eigentlich zu benutzen sind. Dabei sind Masken eigentlich ganz einfach zu verstehen, wenn man es einmal gemacht hat, selber gemacht hat. Ich kann mich aber erinnern, dass ich am Anfang auch meine Schwierigkeiten damit hatte. Deswegen juckt es mich sozusagen in den Fingern, Ihnen das hier nochmal zu zeigen. Ich habe hier ein typisches Digitalkamerafoto. Typisch in dem Sinne, dass es mit einer Handykamera gemacht worden ist, die Perspektive ist falsch, der Kontrast stimmt nicht und so weiter. Und wir werden das jetzt sozusagen schrittweise so ein bisschen aufmöbeln. Und Sie müssen das einfach jetzt immer übertragen. Also ob das Bild aus einer Kamera kommt, aus dem Renderprogramm oder aus dem Scanner, ist eigentlich egal. Wir haben immer ähnliche Probleme, die wir lösen müssen. Und ein paar typische Lösungsansätze zeige ich Ihnen jetzt hier. Also zunächst einmal die Programmoberfläche von Photoshop, gehe ich davon aus, dass Sie die kennen, also Werkzeugpalette, da oben diese Optionspalette. Hier haben wir jetzt zufällig gerade die Protokollpalette, die die ganzen Befehle, die ich da ausführe, auflistet. Wir haben noch ein paar andere Paletten, das kann durchaus anders aussehen. Es gibt hier unter Fenster die Arbeitsbereiche, wo man dann alles Mögliche auswählen kann. Sie sehen schon, ich habe mir hier einen eigenen erstellt. Man kann also, wenn man die Paletten so hin und her gezupft und geschoben hat, wie man es gerne hätte, kann man diesen Arbeitsbereich speichern. Und dann kann man den immer wieder aufrufen. Das ist natürlich ganz gut. Vorausgesetzt, Sie wissen schon, was Sie eigentlich brauchen und wollen. Aber das kommt dann mit der Zeit. Die Ebenenpalette habe ich insofern abgeändert, als dass ich die Miniaturen auf eine größere Größe gestellt habe. Das würde ich selber gar nicht machen. Das mache ich jetzt aber, weil ich sozusagen in diesem Video das alles möglichst groß haben will. Die Ebenenpalette ist ja schließlich wichtig. Das heißt, was da passiert, sollten Sie immer gut erkennen können. Deswegen habe ich das für Sie so gemacht. Also wundern Sie sich nicht, wenn es bei Ihnen selbst anders aussieht. Überhaupt ist das ja Photoshop CS5. Wir haben ja auch manchmal CS4 im Einsatz oder CS3, dann sieht es auch immer so ein bisschen anders aus. Noch ganz kurz zu Beginn. Mit der Taste F kann man durch verschiedene Darstellungsweisen klicken. Wir haben hier also zum Beispiel die Fensterdarstellung. Da kann man dann den Fenster, den Dateititel auch lesen. Bei Bildmontagen ist das dann ganz praktisch, dass man sozusagen andere Bilder in das Bild reinziehen kann. Im Normalfall habe ich aber gerne diesen Modus, wo es einen grauen Hintergrund gibt. Und wie gesagt, mit der Taste F kann man sich da durchklicken. Okay, so, dann mit gedrückter Leertaste kann man das Bild verschieben. Mit Steuerung Leertaste, also beim Apple Command Leertaste, haben Sie die Lupe, die dann in der CS 4 und 5 schon so funktioniert. Man kann dann aber auch so einen Rahmen aufziehen. Steuerung Plus und Minus macht das Bild kleiner und größer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Steuerung 0 macht das Bild formatfüllend. Das heißt, ich habe es also mehr oder weniger so, dass es ins Fenster passt. Und Steuerung Alt 0 macht das Bild so groß, wie es tatsächlich ist. Der Befehl heißt tatsächliche Pixel. Tatsächliche Pixel. Das heißt, auf gut Deutsch, dass sozusagen die Auflösung des Bildes in Originalgröße angezeigt wird, mehr oder weniger. Das hängt natürlich davon ab, wie die Auflösung Ihres Monitors ist. Dieses Bild ist also relativ groß offensichtlich und deswegen wird es auch so angezeigt. Vielleicht ganz kurz zwei Dinge. Also das eine wäre der Farbmodus. Wir haben hier ein RGB-Bild, 8-Bit-Kanal. 8-Bit ist der Standard, alles andere ist ein bisschen abgefeimter und toller, aber Sie können nicht mehr alle Werkzeuge benutzen. Der Standard ist aber, wie gesagt, 8-Bit. Und RGB ist der Farbraum, also für ein farbiges Bild, der immer dann vorliegt, wenn ich das Bild aus einer Digitalkamera habe, aus dem Scanner oder aus dem Renderprogramm. Das ist der Normalfall. RGB ist der Standardfarbraum für Photoshop auch, wo ich sozusagen auch alle Werkzeuge benutzen kann, zum Beispiel alle Filter, wie man hier sieht. Und der wichtige andere Farbraum, der CMYK-Farbraum, wäre der, der die Druckfarben simuliert. Der Druckfarbraum ist kleiner als der Lichtfarbraum RGB. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild umwandle auf diese Art in ein CMYK-Bild, dann verschwinden Farben, die vorher noch da waren. Und ich habe jetzt ein weniger farbiges Bild, das muss ich einfach wissen. Ich kann jetzt nämlich nicht einfach mit Bildmodus RGB wieder das RGB zurückholen, weil die Farben sind jetzt dauerhaft weg. Gott sei Dank habe ich die Datei ja noch nicht geschlossen und wieder geöffnet, deswegen kann ich in der Protokollpalette hier drauf gehen und dann bin ich wieder im RGB-Urzustand. Also ganz kurz, RGB ist der Standard, CMYK, ich kann jetzt auch in der Protokollpalette nochmal zu CMYK wechseln, reduziert Ihr Werkzeugspektrum auf, Sie haben einfach weniger Werkzeuge, also zum Beispiel bei den Filtern gibt es ganz viele, die Sie gar nicht mehr benutzen können. Es geht also eigentlich nicht an, dass Sie in CMYK Ihr Bild bearbeiten, oder es ist zumindest sehr unpraktisch,
sondern Sie machen das so lange in RGB, wie es eben geht. Falls es dann irgendwann doch gedruckt werden soll oder auf ein Drucklayout draufkommt, dann wandeln Sie es ganz zum Schluss in CMYK um. Das ist das eine. Dann das andere Wichtige, was Sie immer im Auge behalten sollten, ist die Bildgröße, Steuerung Alt-I, weil Ihnen das immer Aufschluss über die Qualität Ihres Bildes gibt in Pixelmengenhinsicht. Ja, es gibt natürlich noch andere Qualitätsfaktoren, aber das ist auch nicht ganz unwichtig. Die absolute Zahl an Pixeln ist entscheidend. Die verursacht zunächst einmal auch die Dateigröße, denn jedes Pixel braucht Speicherplatz. Und die Pixelzahl ist also ganz entscheidend dafür verantwortlich, wie groß oder wie klein eine Datei ist. Nicht nur die Pixelzahl, da kommen dann noch andere Sachen dazu, wie viele Ebenen hat die Datei und so weiter. Das da unten ist schon relativ. Also wenn ich bei einer Auflösung von 72 Pixel pro Zoll wäre das Bild so groß im Druck, was natürlich keine Druckauflösung ist. Wenn ich diesen Haken hier bei Interpolationsverfahren abklicke, das heißt, es würde jetzt immer sozusagen die Pixelzahl statisch bleiben, dann kann ich hier auch eine andere Auflösung eintragen, wie zum Beispiel 300, eine Standarddruckauflösung, und dann würde das Bild in der Größe gedruckt, also offensichtlich kleiner. Ja. Also das ist, wie gesagt, schon eigentlich was für den Output des Bildes. Das ist, solange Sie arbeiten, eigentlich gar nicht von Bedeutung. Von Bedeutung ist da zunächst einmal das hier, diese Menge an Pixeln. Das hat also meine Handykamera hergegeben und damit muss ich jetzt arbeiten. Ich kann die Pixelzahl im Nachhinein nicht erhöhen, um die Qualität zu verbessern. Was ich machen kann, ist immer runtersamplen. Das heißt, wenn ich weniger Pixel brauche, vielleicht für eine PowerPoint-Präsentation 1024 in der Breite, dann kann ich das hier machen. Ja, wenn ich den Haken hier wieder setze, dann kann ich hier auch eine andere Pixelzahl eintragen und dann wird das andere automatisch darauf reduziert, auf 768. Ja, also das kann man machen, dann wird das Bild handlicher und kleiner und bei einer Monitorpräsentation braucht man halt auch nicht mehr eigentlich. Und das ist okay, aber man kann nicht im Nachhinein die Pixelzahl erhöhen, beziehungsweise man kann die Pixelzahl erhöhen, aber man kann nicht erwarten, dass das Bild dadurch besser wird, weil dann einfach nur neue Pixel dazu erfunden werden. Wenn ich auf Abbrechen klicke, würde hier alles, was ich gemacht habe, zunichte gemacht. Das ist auch eigentlich das, was ich jetzt gerade will. Ich will Ihnen nur ganz kurz einen Trick zeigen. Bei Photoshop, wenn Sie die Alt-Taste drücken, dann verwandelt sich Abbrechen in Zurücksetzen. Das heißt, Sie können in diesem Fenster bleiben und nochmal was Neues ausprobieren. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber trotzdem, Bildgröße und Farbmodus immer beachten. Nicht, dass Sie irgendwie in einem Bild arbeiten, was es nicht lohnt, weil es einfach zu klein ist. Typischer Fall Google-Bildersuche. Entschuldigung. Oder dass Sie im falschen Farbraum sind und sich wundern, dass bestimmte Werkzeuge nicht gehen. Wer weiß, wo Sie Ihre Bilder zum Teil herkriegen, deswegen sage ich Ihnen das. So, wie gesagt, mit der Leertaste kann man das verschieben. Bitte niemand wählt diese kleinen Werkzeuge hier aus, sondern das machen Sie sozusagen immer mit diesem Tastenbefehl, weil Sie ja meistens irgendwas tun und dann können Sie nicht das Werkzeug wechseln. Okay, Korrekturen. Wir haben also normalerweise immer etwas zu korrigieren. Es gibt verschiedene Tools in Photoshop, die dafür geeignet sind. Es lohnt sich, sich auf ein paar wenige zu beschränken. Und die klassische Methode oder die frühe normale Methode wäre gewesen, über Korrekturen zu gehen, Bildkorrekturen und dann zum Beispiel die Tonwertkorrektur auszuprobieren. Das Histogramm der Tonwertkorrektur zeigt Ihnen die Pixelverteilung im Bild. Wir haben von schwarz bis weiß eine Verteilung des Spektrums. In der Mitte haben wir relativ viel, das heißt in den Mitteltönen gibt es einfach viele Pixel. Wir haben im Weißbereich auch relativ viel, wir haben aber im Schwarzbereich gar nichts. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel diesen Regler hier nach rechts ziehe, dass also sich mein Bild drastisch abdunkelt, weil nämlich die dunklen Bereiche, die ganz dunklen Bereiche dann schwarz werden und entsprechend alles andere mitwandert. Sie sehen, dass der Mitte-Regler da auch mitgeht. Okay, und das ist jetzt zum Beispiel ganz normal. Man würde jetzt diesen Regler bis dahin schieben, dann hätte man auf einmal schwarz im Bild und das Bild wäre einfach kontrastreicher. Wenn ich das jetzt so mache, mit dem Befehl aus diesem Bildmenü und OK sage und das Bild jetzt schließen würde und wieder öffnen würde, dann wüsste ich nicht mehr, wie der Urzustand war, weil die Tonwertkorrektur jetzt sozusagen angepasst worden ist. Der hat es also gespreizt und wieder dahin gezogen und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was vorher war. Ich habe mein Bild also unwiderruflich korrigiert, was ja eigentlich erstmal gut ist, aber ich komme nicht mehr an den Urzustand zurück und das kann auch schlecht sein. Deswegen machen wir das nicht mehr so. Ich gehe jetzt wieder zurück in der Protokollpalette, sondern wir nehmen das gleiche Werkzeug Tonwertkorrektur hier aus dem Menü der sogenannten Einstellungsebenen, technische Ebenen, Korrekturebenen, die keine eigenen Bildinhalte haben, sondern nur dafür da sind, das Bild zu korrigieren. Und das funktioniert genauso wie das Werkzeug gerade gezeigt. Ich gehe also hier unten auf diesen Button, Tonwertkorrektur, das gleiche Werkzeug, ich kann es genauso benutzen
Und der Vorteil ist dann, dass es als Ebene in der Ebenenpalette deaktivierbar ist. Ich kann also auf das Auge hier klicken und kann mich stundenlang darüber freuen, wie schön diese Korrektur das Bild jetzt auf einmal macht. Und vor allen Dingen, ja, ich habe sozusagen immer die Regler da stehen, wo ich sie hingeschoben habe. Selbst wenn ich die Datei geschlossen und wieder geöffnet habe, stehen die Regler immer noch da. Das heißt, ich kann genau sehen, aha, die waren also eigentlich mal da und ich habe sie jetzt gerade dahin geschoben. Das ist einfach super, weil wenn Sie ein komplexes Rendering zum Beispiel auf diese Weise nachbearbeiten, dann haben Sie vielleicht hoffentlich nicht sofort die Abgabe, sondern haben noch mal ein, zwei Tage Zeit, um dann immer wieder mal zu gucken, ist das jetzt eigentlich wirklich so, wie ich es haben wollte? Und dann können Sie immer noch mal daran umregeln. Also die beiden Randregler sind für den Kontrast vor allen Dingen zuständig. Im Weißbereich habe ich jetzt schon alles. Ich kann aber auch den Regler mal nach links ziehen. Dann sehen Sie, dass es durchaus auch da noch mal kontrastreicher wird. Man kann das also auch relativ weit treiben. Und das Bild wird damit schon ziemlich kontrastreich. Gell? Es schneidet natürlich auch schon Sachen ab. Das heißt, es werden Sachen weiß, die vorher gar nicht weiß waren. Nicht nur die Weißbereiche werden weiß, sondern auch benachbarte Hellgraubereiche. Dadurch wird das Bild natürlich auch wieder flacher. Beim Dunklen genauso. So, falls Sie hier sich verfummelt haben, es gibt zur Beruhigung bei der Tonbildkorrektur solche Presets. Gibt es bei den anderen Korrekturwerkzeugen auch. Und da können Sie auf Standard gehen, dann haben Sie alles wieder so, wie es vorher war. Und weil Sie das in den einzelnen Farbkanälen auch machen können, ja, weil Sie sozusagen in jedem Farbkanal diese Korrektur vornehmen können und damit vielleicht noch etwas genauere Ergebnisse erzielen, bietet Photoshop an, das sozusagen mit dem Befehl Auto zu machen. Ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, über Auto in Photoshop dazu zu bringen, in allen Farbkanälen diese Korrekturen vorzunehmen. Der RGB-Kanal wird dann so angezeigt. Das ist, wenn man Auto klickt. Aber auch dann besteht die Möglichkeit, nochmal auf Standard zu gehen. Aber Auto ist oft eine ganz gute Möglichkeit, wenn man nicht viel Zeit hat. Bei einem Rendering würde man sich mehr Mühe machen, aber bei einem Foto, was einfach nur ein bisschen knackiger werden soll, reicht es oft. Ja, also das wäre sozusagen die Tonwertkorrektur. Ein weiteres wichtiges Korrekturwerkzeug, ich bleib jetzt gleich hier unten bei den Einstellungsebenen, ist Farbtonsättigung. Farbtonsättigung ist einfach dazu gut, wenn man die Farbigkeit eines Bildes verändern möchte. Was jetzt in diesem Fall gar nicht so naheliegend wäre, aber ich kann es ja trotzdem mal demonstrieren. Also für den Normalfall ist es in diesem Foto jetzt gar nicht das Thema, aber das sollten Sie trotzdem wissen. Es gibt Situationen, wo das absolut logisch und sinnvoll ist, sowas zu machen. Man kann zum Beispiel den Himmelhintergrund eines Bildes auf diese Weise an das Bild anpassen. Wenn man also einen Himmel rein montiert hat und der passt einfach in der Farbigkeit nicht zu dem restlichen Bild, dann kann man das auf diese Weise machen. Da kann man ein bisschen mehr Blau reinregeln oder ein bisschen mehr Rot. Man kann auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, bei Materialoberflächen, also beim Texturieren im 3D-Programm, geht es ja immer auch um Materialoberflächen, bestimmte Looks einfach über diesen Regler ganz gut verändern. Also speziell Holzoberflächen oder auch Steinoberflächen, Ziegeloberflächen lassen sich auf diese Weise ganz gut in verschiedene Charakteristiken sozusagen bringen. Gelbliches Holz, rötliches Holz, Sie wissen schon, auch bei Ziegeln kann man das sich vorstellen, dass das eine ganz gute Einsatzmöglichkeit wäre. Okay, lassen wir mal die Farbigkeit dieses Bildes unverändert. Der Regler steht auf 0. Ich kann aber den Sättigungsregler auch noch nach links ziehen. Dann habe ich ein Graustufenbild und kann sozusagen auf diese Weise die Farbe rausregeln und kann das genauso gut ins Extreme schieben auf die andere Seite, dass ich die Grauwerte sozusagen aus den Pixeln rausregel. Was hat es damit auf sich? Nur ganz kurz. RGB heißt Rot, Grün und Blau. Das heißt, jedes Pixel ist eine Mischung aus diesen drei Farben oder kann eine Mischung aus diesen drei Farben sein. Es kann natürlich auch reines Rot, reines Blau oder reines Grün sein. Und wenn die Farben wo die Farben zu gleichen Teilen gemischt werden, entsteht halt Grau. Also es gibt sozusagen, wenn alle drei Farben vorkommen, gibt es eine gemeinsame Menge, die sie alle haben. Und diese gemeinsame Menge, da alle Grundfarben zusammen ja weiß ergeben im additiven Lichtfarbenraum RGB, ist es auch so, dass alle Farben zusammen, wenn sie nicht komplett da sind, grau ergeben. Und diese Grauanteile in den Pixeln, die regle ich sozusagen raus, wenn ich den Regler nach rechts ziehe. Ja, genauso umgedreht regle ich die Farbe raus. Das ist keine gute Methode, mein Graustufenbild zu erzeugen, aber dieser Sättigungsregler ist hervorragend geeignet, Sachen abzuschwächen, speziell Himmelshintergrund oder auch bestimmte Texturfarben, die ich also im Materialsystem eines Renderers erzeugt habe, die vielleicht einfach ein bisschen krass sind, die ich dann abschwächen kann.
Also der Sättigungsregler ist durchaus, oder das Sättigungskorrekturtool, ein sehr handelsübliches Korrekturwerkzeug. Sie werden auch merken, dass es das in Cinema 4D im Materialsystem auch alles gibt: Sättigung, Farbton und so weiter. Das heißt auch tatsächlich sogar genauso: Farbton, Sättigung, Hue, Saturation und so weiter. Das heißt, die Photoshop-Korrekturwerkzeuge sind so, sagen wir mal, marktführend, ja, dass auch andere Programme die übernommen haben. Der V-Ray-Renderer auch, weiß ich jetzt zufällig. Also, das ist irgendwie, wenn man das verstanden hat, dass es sowas gibt und dass man es das benutzen kann, dann findet man das auch in anderen Programmen und freut sich, dass man sich dann da schon auskennt. Die Helligkeit lassen wir jetzt mal außer Acht, die ist nicht so wichtig. Okay, ein letztes und dann ist dieses Video erstmal zu Ende, weil das wird schon recht lang. Wenn ich mal den Sättigungsregler ganz nach rechts ziehe, dann habe ich also diesen maximalen Effekt hier. Und jetzt möchte ich mal die Maskenfunktionalität ganz kurz hier reinbringen. So Masken Basics 1 sozusagen, also nicht besonders viel. Wir haben hier bei den Einstellungsebenen schon Masken. Bildebenen können auch Masken haben. Eine Maske heißt eine Möglichkeit, Teile dieser Ebene abzudecken. Abzudecken oder auszublenden, ja, wie man auch immer das nennen will. Im Moment sind diese Masken, die also hier schon mitgeliefert wurden, sind weiß. Das heißt, offensichtlich wird hier auch nichts abgedeckt. Das heißt, weiß bedeutet wohl, dass die Maske unwirksam ist. Also muss in der Maske irgendwas sein, wenn ich was abdecken möchte, was anders ist als weiß. Und tatsächlich ist es so, dass die Masken Graustufenbilder sind, unsichtbare Graustufenbilder, die sozusagen nur wirken im Bild. Ich will Ihnen das mal ganz kurz demonstrieren. Wir haben hier das Pinselwerkzeug. Wir haben hier Schwarz als Vordergrundfarbe. Und wenn ich jetzt hier im Bild schwarz male und habe aber die Maske hier vorher in der Ebenenpalette so aktiviert, dass sie diesen doppelten Rand hat, dann male ich nicht etwa schwarz ins Bild, sondern ich male schwarz in der Maske. Was dann dazu führt, dass da, wo ich gemalt habe mit Schwarz, diese Farbigkeit, diese krasse Farbigkeit von der Farbtonsättigung wieder aufgehoben wird. Man sieht dieses Gekrickel auch hier rechts in der Miniatur. Und ein paar kleine Tricks, wenn ich die Maske mal sehen will, also wie sieht die eigentlich aus? Die kann ich ja jetzt hier in der Miniatur bewundern, aber wenn ich hier richtig sehen will, drücke ich oder klicke ich mit gedrückter Alt-Taste da drauf. Da sehe ich meine Maske, kann in der Maske jetzt auch weitermalen, wenn ich will. Habe dann natürlich keine Kontrolle mehr, was das im Bild genau bedeutet. Und ich kann die Maske auch abschalten. Mit der Shift-Taste draufdrücken habe ich so ein Kreuz, dann ist die Maske temporär deaktiviert. Ich habe sie zwar immer noch, aber sie ist deaktiviert. Okay. So, noch mehr zum Thema Masken. Wir haben eine Maskenpalette. In den neueren Photoshop-Versionen kann ich die Maske, ohne dass ich sie tatsächlich verändere, wie in so einer Art Einstellungsebene bearbeiten. Das Wichtigste wäre vielleicht die Dichte. Wenn ich die Dichte auf 0 schiebe, dann ist die Maske hier quasi gar nicht mehr da. Ich kann das dann abschwächen, je nachdem. Was ich auch machen kann, ich kann einen weichen Rand haben, was zu ganz guten Effekten führen kann. Wenn Sie also an bestimmten Stellen eines Bildes die Farbigkeit rausnehmen wollen, weil Ihnen das einfach zu krass ist, dann können Sie das mit so einer ganz weichen Auswahl haben wie hier. Und das machen Sie dann gar nicht mehr mit einer echten weichen Auswahl, sondern Sie machen eine Maske und können die dann auf diese Weise weich zeichnen. Maximum 250%, das ist schon ziemlich weich. Und so weiter. Ja. Das lässt sich also sozusagen, können sich das auch so angucken. Ich habe jetzt gerade mit gedrückter Alt-Taste da wieder drauf geklickt. Standard ist aber weiche Kante 0 und Dichte 100, weil das sozusagen, man erstmal davon ausgeht, dass Sie das, was Sie in der Maske machen, ernst meinen. Sie können es dann aber nachträglich eben einfach verändern. Okay, diesen Kram lasse ich jetzt erstmal außer Acht. Normalerweise mache ich meine Masken immer schon so, wie ich sie haben will und brauche das deswegen gar nicht. Ich wollte Ihnen das aber der Vollständigkeit halber zeigen. So, jetzt kann ich auch andere Sachen benutzen zum Malen in dieser Maske. Das ist, wie gesagt, ein Graustufenbild, kann also maximal 256 Grauabstufungen inklusive Weiß und Schwarz enthalten. Und ich kann dann auch einen Verlauf da rein zeichnen. Verlaufswerkzeug ist hier. Welchen Verlauf hätten wir denn gerne? Da klicken wir da oben rein. Und dann können wir sehen, dass wir im Moment Vordergrund zu Hintergrundfarbe haben. Das ist Schwarz zu Weiß. Das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn die beiden Farben nicht schwarz und weiß sind, denn dann mache ich irgendwas anderes. In der Maske sollte man immer versuchen, in Graustufen zu bleiben und nicht irgendwelche Farben zu verwenden. Photoshop würde die intern eh umwandeln in Graustufen, dann ist es besser, ich nehme es gleich. Es gibt hier auch ein paar Verläufe, die ich schon angelegt habe, ein bisschen konfus. Da gibt es schwarz-weiß, also wie auch immer. Verläufe bearbeiten ist jetzt nicht das Thema. Schwarz-weiß ist, glaube ich, naheliegend und verständlich. Wichtig ist, dass der im Moment von schwarz zu weiß geht. Wenn ich hier auf Umkehren klicken würde, würde ich den sozusagen falsch rum zeichnen oder andersrum einfach. 100% Deckkraft ist gut, Modus Normal ist gut und der lineare Verlauf, der also sozusagen der klassische Verlauf, wie ich ihn mir vorstelle, ist ein linearer Verlauf, den ich durch Zeichnen einer Linie jetzt erzeugen kann, wäre auch die Voreinstellung in diesem Fall. Okay,
Ich bin jetzt hier in der Maske, das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt male, dass ich innerhalb der Maske male. Das kann auch sein, dass ich in der Maske wäre, es kann auch sein, dass ich auf diesem Bild wäre. Dann würde ich diesen Verlauf im Bild malen, was natürlich nicht das ist, was ich will. Möchte gerne, dass es in dieser Maske passiert. Und wenn ich jetzt hier eine Linie zeichne, ich zeichne mal, das kann man schlecht erkennen, ich klicke hier ganz links am Bildrand und gehe einigermaßen waagrecht rüber nach rechts, bis fast zum anderen Bildrand. Dann habe ich einen Verlauf, ich kann das hier sehen, von schwarz zu weiß. Das heißt, im linken Bereich wird meine Farb- und Sättigungskorrekturebene komplett abgedeckt. Das heißt, ich sehe das Originalbild und rechts habe ich den Effekt dieser Ebene sozusagen maximal, weil da der Verlauf weiß ist. Kurzer Ctrl-Alt-Klick, also mit Alt-Klick auf die Maskenminiatur geklickt, sehe ich den Verlauf. Ja? So, Sie können jetzt zum Üben, kann man jetzt hier Verläufe hin und her schieben, wie man will. Jeder Verlauf ersetzt den vorhergehenden. Wenn ich eine ganz kurze Linie zeichne, wird der Verlauf sehr kontrastreich, bis es eigentlich gar kein Verlauf mehr ist, weil der erste Klick immer das eine Ende des Spektrums darstellt und der zweite Klick das Ende andere Ende des Spektrums. Das heißt also, je kürzer die Distanz, desto schärfer ist die Begrenzung. Wenn ich mal maximal von oben links nach unten rechts gehe, dann habe ich sozusagen hier das maximale Spektrum ausgenutzt. Ja. Also das ist eigentlich schon alles, was mit Masken so ganz grundsätzlich funktioniert. Wir haben also die Möglichkeit, hier Teile von Ebenen abzudecken. Das ist hinterher dann sehr praktisch in der Postproduktion von Renderings, weil wir natürlich dann das Renderprogramm auch dazu bringen können, uns Masken vorzufertigen oder schon zu liefern. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, für einzelne Bauelemente jeweils eine Maske zu bekommen, die wir dann dazu benutzen können, diese Bauelemente isoliert, also die Bauelemente im Bild isoliert zu bearbeiten, heller zu machen, dunkler zu machen, mit Helligkeitsverläufen oder mit Filtern zu belegen, etc. So, ich höre jetzt erstmal auf, damit das Video nicht zu lang wird. Wir haben jetzt also gesehen, die Korrekturwerkzeuge in Form von Einstellungsebenen, man kann sie ja immer wieder abklicken übrigens, und Masken Basics sozusagen, wie also Masken in der Lage sind, Effekte oder auch Bildebenen partiell auszublenden, beziehungsweise auch in Verläufen auszublenden. Das haben wir jetzt hier gesehen. Ich werde gleich im zweiten Tutorial nochmal ein bisschen weitermachen. Da werde ich noch mit ein paar mehr Auswahlwerkzeugen arbeiten und die Maske ein bisschen differenzierter gestalten. Und das mache ich dann also im zweiten Teil. Ja, bis gleich. Tschüss.